Ei. Ja, du hast Pech gehabt, wir spielen jetzt ohne Weil, dich. hab's gesehen. Ist echt jetzt gekommen, Ja. glaube ich. Jetzt drücken die Faschos einmal B und halten ihre Karten. Rage Quit. Rage Quit. Ich kann noch mal Rage Quit sagen, sonst ist es nicht witzig. Rage Rage Quit. Quit. Rage Und Quit. halten ihre Karten ins Spielfeld, damit sie Moment. sehen können, wer die anderen Faschisten David, der sind. Faschist ist noch nicht so weit. Und Ich schauen meine, ich sich habe an, wer nachgeschaut, wer Hitler rausgegangen ist. ist. Ah ja. Ja. So, jetzt ziehen die Faschisten ihre Karte wieder ins Spielfeld rein, damit sie nicht mehr gesehen werden kann von den anderen und drücken B, damit sie Ins nichts mehr Spielfeld, sehen in die können. Mitte davon, in die Mitte vom Spielfeld. In ihr Feld rein halt. Halt eh, geil, hast du gesagt. Ja, halt's Maul. So, jetzt nimmt Hitler, also drückt Hitler B und nimmt seine Karte wieder in sein Feld rein. Und drückt logischerweise wieder B, dass er nichts sehen kann. Bedeutet, es liegt jetzt keine Karte mehr auf dem Spielfeld und keiner kann was sehen. Und jetzt dürfen alle wieder gucken. Nein, ich schau nur, ich guck nicht. Ja, hast du Pech gehabt, ey. Es Deutschen. Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Secret Hitler. Wer nicht weiß, was das ist, schaut in die erste Folge, die war sowieso cool. Da könnt ihr sowieso reinschauen. Und ich war mal wieder so klug zu vergessen zu sagen, wenn ihr nicht wissen wollt, wer was ist, dann schaut jetzt einmal kurz weg. Und jetzt könnt ihr wieder gucken, denn es stand eben kurz, wer was ist da für die, die das wissen wollen, so, ne? Und ja, es geht los. Ben Würfel. Warst du da nicht Hitler? Wow! Ach, und übrigens, dabei sind Markus, Ben, Ma Konsti, David, hey. Michael, Tömmel und ich. Ja, David, Michael, Tömmel! Thomas, Entschuldigung. Jetzt würfel ich. Die ganzen Ich echten bin Namen sonst Tömmel. Ja. Wie oft wollen wir eigentlich noch würfeln? Weil. Don't. Los. Da, es war noch nicht Bens Farbe, jetzt muss ich. Ja, darf Nein, ich wohl können wir nicht. anfangen, wa? Finde ich gut. Nee, Tigger, will ich nicht. Kann ich nochmal Nein, ich muss würfeln? nochmal würfeln. Ja, nochmal würfeln, Alles klar. Ich hätte gern Michael, den mag ich. Ah, ja, ist über die Kombination gefällt. Also, kann ich, ey. Na, Lag die schon? Ah ja. Lag die schon? Weiß ich Natürlich nicht. lag. Habe Ach, ich nicht David. gesehen. Ja, wenn sie Ja, dann lange hast du sie Aha, aussehen David ist lassen, also David. Fascho, okay. Ja, ich wollte sie nicht nehmen. Ich wollte tatsächlich die Jana Tömmel muss nehmen. noch wählen. Thomas. Entschuldigung. Aha. Und aha. Da haben wir die drei ja Aber auf schon. jeden Fall haben wir jetzt drei Faschos. Ja. Vielleicht hätte ich das auch noch machen können, wenn wir das überstimmen. Wie soll die das machen sollen? Einfach nein wählen. Ja, hätte aber Ja, andere auch wieso nein ja? wählen können. Es haben drei Leute Wähler gewählt. Ja, aber da. Oh. Ach, okay. Thomas gibt's auf. Das ist fein. Was? Sie verstehen nicht, worauf die hinaus wollte. Alles klar, Michael ist ein Bruder. So muss Ja. es. Ich ja, habe wir eine rote wissen doch und schon, eine wer die blaue nicht roten sind. bekommen. Ja, ich habe Was keine hast du blaue gezogen weggelegt. gehabt? Ich habe eine rote weggelegt, logischerweise. Okay. Puh, Ja, hätte ja sein können, dass du zwei Detektiv. blaue und eine Ja, rote ich weggelegt weiß. Wer schraubt da eigentlich immer so energisch seine Wasserflasche zu? Der Markus. Ich will nicht die ganze Zeit zu Okay. energisch am Atmen Da, Leute, ist. was Immer wollt ein ihr totales zogen? Hinfall. Wenn er nichts Den redet, lügt er Kanzler das. Wenn er auswählen. laute Sachen macht, dann nicht. Ihr müsst deinen Kanzler auswählen. Ja. Ja. Weißt du nicht, was ich mache, wenn ich gemutet bin? Außer mich und Aber ich Markus weiß, lassen. Du, Genau. was du machst, wenn du nicht gemutet bist. Am Anfang noch relativ Ja. unschwer, das wird. Laut Flaschen zu. Okay. Ja. Du hast. Ja, ich. Hast, ah! Markus ist jetzt bei Er dir wollte drin. mal mit Markus rein. Markus! Ich hau's mal hinten auf die Ja, Schulter. okay. Ja, Junge, geh doch jetzt nicht in-game AFK, wenn wir schon drin sind. Entschuldigung, bei mir ist das bitte ein Eckerl drinnen. Ich habe nicht gekriegt, dass bei mir drin war, okay? Also mitkriegt wieder Was Thomas ist nicht okay, wenn du ein Haushalt bisschen wieder brauchst, mit. um an deine Maus ranzukommen? Ja, es geht nicht. Ja, warte, ich bin klar. So. Ah ja. Ja,
wählt für sich selbst, nein. Bin ich zufrieden. Okay. Thomas, so, Thomas muss jetzt drei Karten ziehen. Nicht alle. Jetzt hättest du den 3 abdrücken können, Thomas. Oh, stimmt, das war Urbossa. Nein, warte mal. So. Ah, verdammt. Ich bin Urbossa. Urbossa. Wär so toll. Alter, du musst deine Bossaure sein, dann existent, weißt du das? Ja, gut. Was? Thomas, ich glaube an dich, du schaffst es. Hey, die brauchen eh nicht gestapelt zu sein. So, Markus, du kannst doch einzeln rübergeben, Thomas. Ist ja, aber er schaut so professionell aus, als übereinander liegen. Ja, es hat richtig professionell ausgeschaut. Ich hab gerade ganz vergessen gehabt, dass wir Markus schon gewählt haben, Alter. Was ist denn mit mir los? Ich werd dement. Oder AFK. Um wieder auf unser CSGO-Team zurückzukommen. Ja, ich bin auch dafür, dass wir mal Männer machen, Alter. Aha. Klar. Jamie, was hast du gezogen? Ich hab, was war das? Ich hab auf jeden Fall eine Fahrschulkarte weggelegt. Das heißt, du hast Markus zwei Rote gegeben, ja? Na. Was? Es war, glaube ich, warte mal, keine Ahnung, wer heute ist. Kannst du bitte? Hey, da musst du drauf achten, das ist Spiel, das ist wichtig. Es wird schon blau dabei gewesen sein. Hä? Ja. Ich hab zwei Rote bekommen von Thomas. Das lässt sich jetzt einfach sagen, Markus. Alter. Das lässt sich jetzt sehr einfach sagen. Ja, das Problem kann auch sagen, ist, dass er eine Rote bekommen hat. Das Problem ist, die Chance steht gut, dass Markus die Wahrheit sagt, weil Tommy einfach so brain dead ist. Sorry. Okay, ich werde ab jetzt. Ich verspreche es, okay. Heilig. Mann. Ich werde nicht mehr brain AFK sein. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, was ich habe. Weiter geht's. Alles klar. Wir wissen eigentlich gar nichts bisher. Nur, dass ich für eine blaue mit Michael verantwortlich war. Das finde ich doch wieder gut. Alles klar, die können's haben. Wir waren für eine blaue verantwortlich, ja? Wenn das funktioniert, muss man das so weitermachen. Ja, jetzt dürft's noch. Aber nur, weil es dann beide nicht werden könnt. Warte mal. Da. Da. Aha, kommst du? Ja! Ohne Scheiß, ihr beide seid so die Faschos, wa? Nein, ich mag die Konstellation da nicht. Achso, ja, du magst es also nicht, wenn Blauer kommt, das glaube ich dir. Nein, habe ich nur Nein-Quote, das kann ich noch weitermachen. Ja, was ist noch in der Blaue, damit der Ur-Safe und Anführungszeichen seid und dann geht's los, da kommt nur Rote. Ah, jetzt liegt der Michael Blauen ist sowas von der Gude, ey. So, ich kauf denen das irgendwie nicht ab. Nee, ich auch nicht. Ach, wie das, David? Wie machst du das? Ich habe übrigens, unabhängig davon, ob ihr mir traut oder nicht, zwei Rote und eine Blau gezogen und habe eine Rote weggelegt. Okay. Bist so ein Held. Wie sicher, dass du noch weißt, welche Karten du hattest, weil das ist ja auch nicht der Standard hier. Das kann man nicht von jedem erwarten. David will den Kanzler. Ich glaube, ich nehme den Tömmel, das hat bis jetzt so gut funktioniert. Der weiß immer genau, was er tut. Ja. Da war bestimmt eine blaue dabei. Das ist ein richtiger Feind. Gib mal einen Kanzler, komm. Der ist so schön nah bei mir. Ja. Ah, ja. Okay. Haben wir uns jetzt er auch ist nah so bei dir, zwei, David. Ist klar. Ja, ist nah bei du mir hier die Ecke. Du musst mir sowas leise sein, Digga, wie du schubst da dem Raffinist zu. Ist klar. Wir waren bisher für die einzigen Blauen verantwortlich. Also halt mal einen Schnau. Ja, was der Einzige, die überhaupt die das gemacht haben. Du sollst auch nicht sagen. Ja, Tömmel hat irgendwie Scheiße gebaut. Ey, ich hab Scheiße gebaut, Mann. Vielleicht ist er wohl nur strategisch gewesen oder so. Ist strategisch. Ah ja, strategisch, ja. Hat sich ja auch. Ja. Was war die Strategie hinter? Ich vergesse jetzt erstmal, was für die Karten David? Ich gehabt hab. Ja, bin unterwegs. Den Dreier drücken können, nur easy gewesen. Ja, ich mach das jetzt so. Ich werde dich vergessen dann auch nächste Runde. Easy. Oh. Ja, kann ich. Alter. Ich bin jetzt leise, ich sag nichts mehr von Insta. Ich sag nichts mehr von Sachen. Das ist auch besser. Aha, okay. Ich hab zwei Rote bekommen. Ja, und sowas sagt was gegen Michael und mich. Ich glaub, ihr macht's. Ja. David, dann guck mal. Bitte nicht gucken. So, David.
Wen willst du schauen? Ich bin jetzt, ich schaue jetzt einer von euch zwei, Ganesh das oder Michael. Ich will ja. aber, ich muss dazu sagen, es macht eigentlich keinen Sinn. Also von uns aus sind wir sowieso liberal. David. Deshalb macht es. Deshalb macht es mehr Sinn, die anderen anzuschauen, weil ich die... Ich weiß nicht, mir gefällt es nicht, wenn was für einem Grinsen wäre. Wie du meinst, ist mir auch egal. Also ich fände es halt logischer, die anderen nachzuschauen, aber... Ganesha. Alles klar. Kannst du gerne machen, habe ich auch kein Problem mit. Okay. Und? Ja, und? Und, was bin ich? Er ist liberal. Ja, sag ich doch. Alles klar. Oder ihr seid beide Faschos, ihr Wichser. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht. Wie nee, alter große for President. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Alter? Ja, da bin ich auch mal ran. Weil die andere bin Tischseite ich voll dagegen. Das ist so ein gütiger Präsident. Die andere Tischseite kann ich nicht nehmen. Kannst du den Benzin für mich vorstellen? Wow! Es kommt nicht zustande. Ja, kommt nicht zustande. Tut mir leid, Benny. So, Ben. Bist du halt Präsident? Also, ich bin schon als Liberaler confirmed worden. Und David. Ja. Und war für zwei Blaue verantwortlich. Jetzt würde gerne den Konsten nehmen. Das geht nicht. Tja. Yeah. Willst du es mir heimzahlen oder was? Ich weiß, dass du liberal bist. Sie kannst aber, glaube ich, nicht nehmen. Aber Tega, wenn du dir so sicher bist, dass du liberal bist, wäre es besser, dich jetzt nicht zu nehmen. Ja, weil Ben mir dann die Runde. Weil du dann nächste Runde genommen werden kannst. Ja, aber dann kann ich auch genommen werden. Na, von dir weiß man es ja. Aber bei dir sind es noch unsicherer, ob du liberal bist. Ja, ich bin mir sicher, dass... Oder er ist Hitler, Ganesha bürgt David und du. Wer ist Hitler? Ich bürge nicht. Oder Michael könnte halt auch theoretisch noch Hitler sein. Aber ja, aber das ist ja momentan egal. Gut, beides ja, momentan ist das noch egal. Das ist ja auch gut, wenn er jetzt noch Hitler ist. Weil dann kann er das nächste Mal, wenn jetzt sollte jetzt der Rote kommen, kann er nicht gewählt werden. Das ja genau, deswegen traue ich euch beiden auch nicht ganz. Hä? Alles klar, Ben ist für mich sowas von Fascho. Wieso? Warum? Weil es war jetzt das Sinnvollste, Michael oder mich zu nehmen. Wir haben bisher nur Blaue gelegt. Und es ist scheißegal, ob jetzt Hitler gewählt wird. Deshalb wäre es das für einen Liberalen das einzig Richtige gewesen, Michael oder mich zu nehmen. Aber ich Tömmel... genommen, weil ich wissen will, wer von den beiden Fascho ist, Tömmel oder Markus. Ah ja. Selber ja? Das kommt. Markus hat das jetzt bei allen Wahlen nein gewählt. Ja, ich hab's doch am Anfang gesagt. Moment, die Wahl ist zustande gekommen. Ja, die ist ja. Ja. Also für mich ist Ben auf jeden Fall Fascho. Das ist schön für dich. Ja. Gibt's aber. Ich muss ihm Ganesha aber tatsächlich recht geben. Es wäre. Ja, wobei, unser Ziel ist, so viele Blaue wie möglich zu legen. Für mich ist Ben nicht mal unbedingt Fascho. Ben hat nicht die Mentalität eines Faschos gerade. Ja. Aha! Also, immer die 10 legen, oder? Ja. Also eine aber weglegen, oder? Verdeckt. Eine weg. Eine ablegen, die du nicht willst. Okay. Und merkte, welche das waren. Ja. Ja. Oh mein Gott! Nochmal zurück. Na, geguckt. Was ist Thomas? Willst du das fotografieren, Thomas? Hä? Hey, was machst du? Du legst eine musst du ablegen. Eine ablegen, Thomas. Dank. Okay. Wow. Alles klar. Crazy. Kannst du dich nochmal. Thermal hat die Wahl gehabt und hat die rote hingelegt. Alles klar, Thermal. Gut. Klar, Thomas. Da kann ja, ich den nächsten Rest. An dieser Stelle kommt normalerweise sowas. Nein, der Ben ist Fascho, willst du mich verarschen? Der Ben ist Fascho. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Sorry, ich hab den Rest vergessen. Alter. Nimmst du mich, Ben? Oder war das wer andere? Nein, ich nehm dich. Achso, okay. Kannst du entscheiden, wer jetzt. Also, Ganesha ist immer noch safe. Ja.
Nein. Ich bin auf jeden Fall nicht Hitler. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Hitler bin? Es ist immer noch gut möglich, dass du Fascho bist und Ganesha Hitler und du ihn confirmed hast. Damit er jetzt als Kanzler gewählt werden kann, damit ihr gewonnen habt. Nee, so weit denkt David nicht. Ich bin auch immer, du sollst mich zum Kanzler machen. Ja, kann er nicht, oder? Kann er nicht. Nee. Doch, jetzt ist die Wahl doch. Nein, ich war der Außerordentliche. Ach so, ja, stimmt. Also ja. Ben war der Letzte. Ja, genau, das heißt, er kann nicht werden, oder? Ja. Das heißt, du kannst Ben leider nicht zum Kanzler wählen. Das heißt, das entscheidet sich zwischen David und Markus. Ah, ja, okay. Was hast du gegen mich? Ja, Michael. Ja, das Gleiche, was ich gegen den TKW habe. Aber bei mir ist es wahrscheinlich... Wieso? Ach, egal. Ja, du hast genauso zwei gut Punkte, wie du zwei schlecht Punkte hast, wenn der David auch Fascho sein kann. Richtig. Aber selbst wenn David Fascho ist, würde er trotzdem bestätigen, dass ich liberal bin. Also ich glaube tatsächlich... Eben, das hat er ja gemacht. Wenn ihr beide liberal seid, sagt er liberal. Und wenn ihr beide Fascho seid, sagt er liberal. Und wenn er Hitler ist, sagt er auch liberal. Ich bin mir sogar wirklich sicher, wenn du jetzt David wählst, ist es die größte Chance darauf, dass du nicht Hitler triffst. Vielleicht nennt Fascho aber nicht Hitler. Sein. Weil David hat Ganesh als Kanzler vorgeschlagen. Hä? Ja, hätte er sich selbst vorgeschlagen oder hättest du versucht, ihn zum Kanzler zu machen, dann wäre er Hitler. Aber er hat ja versucht, dich zum Kanzler zu machen. Hat er das? Er hat gesagt, Ganesh ist immer noch Safe Pick. Ja, das habe ich gesagt. Nach ihm bin ich ja auch liberal. Ja, nach ihm. Ja, deshalb ist es für ihn richtig. Das einzig Sinnvolle, mich zu nehmen. Was sagst du, dass er drei Fascho sein könnte? Es geht Michael? Um die Mentalität, dass er Fascho sein könnte und ja, du aber, Hitler. Aber trotzdem, weil er mich vorgeschlagen hat, heißt das noch lange nicht, dass er Faschist sein könnte und nicht Hitler. Denn für ihn, er hat meine Karte gesehen. Das bedeutet, er weiß, ich bin liberal. Auf jeden Fall weiß er das. Das bedeutet, für ihn ist das einzig Sinnvolle jetzt zu sagen, dass ich Kanzler werde, weil er eben weiß, dass ich liberal bin. Deshalb sagt das überhaupt nichts aus, weil das nur das Logische ist. Also Konsti, ich sag auf jeden Fall, wähl nicht Ganesha. Der Rest ist mir egal. Ich sage immer noch, wähl Ganesha. Aber ich hätte auch nichts gegen David tatsächlich, weil er für mich auch liberal ist. Er ist Hitler. Wo habt ihr denn einen Hitler? Es gibt halt drei Optionen. Entweder ihr seid beide liberal, beide Fascho und Hitler, oder er ist Hitler und du bist liberal. Und er wollte halt nicht sofort aufgeflogen werden, deswegen hat er gesagt, du bist liberal. Ja. Ja, theoretisch könnten beide liberal sein, oder? Markus traue ich aber auch nichts, weil er hat das ganze Spiel über nichts gemacht, außer AFK zu sein. Und genau. Ja, also irgendwie den Markus. Und was? Was hat Markus eigentlich geklickt? Der hat eine rote geklickt, oder? Ich habe eine rote geklickt, ja. Weil Terminal natürlich nicht wusste, was er hasse. Ja. Was haltet ihr von der Möglichkeit? Ich würde am liebsten den Ben nehmen, aber das kann ich leider nicht. Ja, kannst du leider nicht. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Regen und Traufe. Ey, Leute. Ja. Hört mir mal zu. Das wäre mal zu random. Hallo, hört mir mal zu. Boah, was? Entweder Markus oder Ruhe! Nein, Markus wird zu random. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas und Markus Faschos sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, Thomas kennt das Spiel noch nicht so wirklich, hat eine rote und eine blaue Markus gegeben und hat dann aber nicht dran gedacht, der ist mein Fascho-Kollege, ich darf ja gar nicht sagen, dass ich ihm eine rote und eine blaue gegeben habe, weil er sonst auffliegen würde. Und deshalb ist das dann eben zu dieser Situation eben gekommen. Eigentlich. Schau mal, wie geht denn rausgehen? Gut, ich finde es aber immer noch komisch, dass sich dann nicht gegen Ben verteidigt hat. Weißt du, der Ben so sagt, ich habe ihm die Wahl gelassen und dann Thomas so... Ja. Was? Also ich finde es auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass das passiert ist. Also zurück zum Thema, ja, zurück zum Spiel. Konsti? Ja, ich nehme Ich weiß, es klingt jetzt voll scheiße, aber ich glaube, ich bin immer noch die safeste Wahl. Ich nehme dich. Nein, nicht. So, ja, nicht. Wieso nicht? Nein! So, der hat bitte liberal gespielt. Ja, wobei, eigentlich ist es ja ganz. Also, er hat. Ihr könnt sie nein wählen. Ihr könnt sie nein wählen, wenn ihr nicht für seid. Ganz einfach. Markus will sowieso nein, er braucht eine weitere Nein-Stimme. Ja. Mal gucken. Ich bin mir sicher, die Wahl kommt jetzt nicht zustande. Ja, ist mir auch egal. Okay. Ja, kommt nicht zustande.
dann halt nicht. Dann Michael, bist du Hitler? Nee, gar nicht. Ist aber von Berwitz und Faschos. Warte, wird das jetzt weitergeben, das Präsident und sowas, oder ist das weil jetzt... Nein, nein, ja, das bleibt... Moment, okay. hat Nein, wir sind nicht zustande gewählt. Gekommen. Ja, ja, ich dachte... Wir haben gewählt, ja. Was hast du gewählt? Wieso sollte das sagen? Nein, dann natürlich... Boah, es ist jetzt schon vorbei, Thomas. Aber dann wären es deiner Regel nach vier Faschos, das geht Dort nicht. Für mich ist es auf jeden Fall relativ klar, was es ist. Der hat die ganze Zeit random nein. Also für mich sind Thomas und Markus Faschos, weil die, Ja, für mich eben das am Anfang. Ja, aber das ist ja jetzt egal, weil Thomas kann ja nicht. Ja, ja. Moment. Und was hast und du deshalb, gegen mich? Deshalb ist für mich Michael Hitler allein von, also wegen seiner Spielweise. Also irgendwie. Was hast du gegen meine Spielweise? Ich spiele immer so. Nein, für mich bist du gerade. Für mich spielst du gerade wie ein Hitler. Alles klar. Also ich mag das. Danke. Du hast jetzt versuchen, einen Kanzler zu finden. Ich überlege. Also Benz war ich und laut TKW bin ich auch liberal. Ja, ja ich laut TKW. Also ich glaube, ja, Konsti ist deshalb liberal. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, auf jeden Fall Konsti ist liberal. Kannst du dann erklären, wer deine Faschos sind? Ganesha, ja, du eben. Traust David viel zu schnell. Er hat deine Karte gesehen. Er könnte immer noch ein Hitler sein, der versucht, dich auf seine Seite zu ziehen. Ja, und du hast halt sofort zugebissen. Das heißt, ich habe bis jetzt gar nicht, zugebissen. Auf meine Seite zu sehen. Ich habe nur gesagt, das, was ich gesehen habe, und das ist, dass er liberal ist. Ja, richtig. Aber damit das weiß ist nicht er, auf, seine er, Zeit, auf meine Seite ziehen. Wenn er liberal ist, dann weiß er, okay, du hast nicht gelogen. Das heißt, entweder du willst ihn nicht als Fascho darstellen, weil du sonst Aufmerksamkeit auf dich und ihn ziehen würdest, oder du willst ihn damit gut zusprechen, damit, dass du bestätigst, dass er liberal ist. Das Problem ist ja, aber, ist es er halt. Hat dir hinterher einfach so fett vertraut. Ich vertraue ihm nicht fett. Ihr könnt nur in einem Team sein. Du hast mir, weiß ich, 10 Minuten lang erklärt, warum ich ihn als Kanzler nehmen soll. Okay, Moment, was? Nein. Wir können also nur in einem Team sein, Michael. Weil du nicht als Kanzler nehmen sollst. Nimm Konsti. Ja, ja nimm Konsti. Auch, ja. Okay. Schau mal, David auch und Michael und TKW. Also das nehme ich aber diesmal nicht auf meine Kappe. Ich auch nicht, ne? Das haben ja alle gesagt, mich. Thomas. Ja. So, Konsti, bist du Hitler? Ja, passt. Ja. Nein. Ach, Gott sei Dank, ey. Wer hätte das gedacht? Alles gut. Dann ist für mich Konsti auf jeden Fall liberal. Ja, Konsti ist auch liberal. Ja. Für mich ist Ben auf jeden Fall liberal. Markus, das ist so nebenbei. Hör auf, AFK zu sein, ja, Mann. Ja, vielleicht, darf ich vielleicht 3 Sekunden nachdenken über irgendwas? Nachdenken ist ja sowieso vollkommen überbewertet. Ja, das merkt man. Der redet lieber leid. Beim Policy ziehen muss er nachdenken. Ja, davor. Ich ja, er muss halt überlegen, ob er jetzt blaue oder rote ziehen möchte. Alle 3 auf einmal zu ziehen. Mit der Maus rübergehen und die 12, die F12. Drücken. Alte 4. Ja. Hör auf, sonst geht gleich jemand raus. Der Thomas ist schon ja, ich weiß nicht, oh fuck. Game crashed. Ja. Na, sag nicht einmal Game crashed oder fail. Alter. Es ist einfach weg. Okay, was? Gott sei Dank. Okay, passt, ja. Ich hab die Wahl gehabt. Ja, ich hab 2 blaue, eine rote gehabt, hab die blaue weggehauen, hab mir eine rote und eine blaue gegeben. Bin eh schon confirmed Hitler, weil da gibt mir noch die Wahlmarke, ist kein Problem. Aber das heißt, wir wissen, dass eine blaue weg ist. Okay, das bedeutet, das heißt immer noch nicht, dass Markus jetzt trotzdem liberal ist. Weil ich hab grad plötzlich die Angst bekommen, warum ist die Wahl zustande gekommen? Denn es hätte jetzt auch passieren können, dass Markus schießen darf und das wäre sehr gefährlich gewesen. Aha. Das ist mir aber leider erst nach der Wahl aufgefallen. Aber ich hab's lieber, dass er schießt als du. Richtig. Gerade im Moment. Will irgendein. Ben. Nee. Ben ist also, doch immer eine safe Wahl, wenn es darum geht, nicht Hitler zu schießen. Auch wenn ich Ben vertraue. Ja, da hab ich's lieber beim Thomas. Ich bin liberal, glaub mir. Und vor allem würde ich Thomas oder Markus erschießen. Ich bin überzeugt, dass der Ben liberal ist. Oh, Terminal. Nicht überzeugt, dass du liberal bist. Ja. Okay. Kommt zustande. Alles klar. Hitler? Aber wir schießen. Nein, natürlich bin ich nicht Hitler. Na, natürlich! Wärst du doch noch random gewesen. Nix nochmal drauf. Okay. Aber ich brauche jetzt eh nicht zu schießen, weil ich bestimmt sowieso eine blaue drin habe. Hätte ich doch gesagt, Ben ist auch nicht Faschist. Hab ich zumindest.
Ja, ja, Ben ist liberal. Genauso wie Konsti. Ja. Bei dem dritten bin ich mir aber nicht sicher. Ich bin beim dritten und beim vierten noch nicht ganz sicher. Ich weiß, ich bin liberal. Du hast eine gute Position. Ich weiß nicht, ja, genau, ich bin auch liberal. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, weil Markus ja schon gesagt hat, dass eine blaue weg ist. Das bedeutet, da wäre nur noch, wenn du noch zwei blaue drin hast. Ja, aber wen erschießt du jetzt? Thomas, was spricht dagegen, dich zu erschießen? Er ist die ganze Zeit AFK. Das ist nichts dafür und nichts dagegen. Hm. Ja, wirklich. Ist halt wirklich so. Also Terminal ist 100% Faschist. Ja, Terminal ist Faschist, ja, da bin ich mir auch sicher. Ja, ich habe ihn in die Wahlklasse, just saying. Das bedeutet, entweder ich erschieße jetzt Tömmel und dann haben wir einen Fascho weg. Er ist doch der safeste. Ja, würde ich auch sagen. Stell dir vor, wenn wir liberal wären. Schon wenn er schon so redet, bin ich vor, ich wäre jetzt liberal. Ich meine. Hey, was? Er sagt uns so die Möglichkeit, ich könnte liberal sein. Ich könnte liberal sein. Bitte erschießen Sie einfach. Ja, ich erschieße einfach Ben Höhö. Ist der dabei? Ich hab nur verschiedene Gegner gespielt und einfach nur. Ja, Thomas. Bist du Hitler? Bist du Hitler? Ja, du sagst es nicht, was du bist. Ich darf nur sagen, ob du Hitler bist. Oder bist du nicht? Warst du Hitler? Ich bin nicht Hitler. Okay, das war's schon. Ja, du darfst aber jetzt nichts mehr reden. Jetzt darfst du nichts mehr sagen, genau. Du tot bist, verstehst du, das ist vorher nichts gesagt. Ja, eh. Das kannst du konfirmieren. Du einfach so weiter, du hast Wille Konsti, weil der nicht confirmed nicht Hitler ist. Ja. Nicht confirmed nicht Hitler ist, okay. Ja, confirmed nicht Hitler ist. Ben? Ja. Okay. Ja, gut. Das hey, David, was soll das? Okay. Oh, ups, die falsche Karte. Na, sowas. Hoppala. David? Hä? What the fuck? What the fuck? Ja, gut. Sehr gut. Ich habe zwei rote, eine blaue gezogen, ja. Eine rote weggelegt und ihm die Wahl gelassen. Ich habe rot und blau bekommen. Ich habe rot und blau gelöst. Das bedeutet, da kommen jetzt auf jeden Fall drei rote, weil. Ich habe blau und schlau gelöst. Ich habe blau und schlau gelöst. Ja, Ben, sehr klar. Nein, nicht Ben, auf gar keinen Fall Ben. Ben, Leute, wieso? Es kommen auf jeden Fall drei rote, weil Markus. Oder nee, Moment, da wir sind. Müssen ja nicht okay, zustande es sind noch zwei lassen, blau. Ja. Wenn du das willst. Aber erst. Ich würde Ben auf jeden Fall Kanzler werden lassen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil der confirmed nicht Hitler ist. Ja, aber es ist weil halt wir so. Können jetzt, wir können jetzt zwei Runden Nein wählen und der Markus ist der Präsident, aber irgendwo sehe ich dann keinen Unterschied mehr. Ja, aber ich kann doch einfach auch Garnischen nehmen, ne? Als Kanzler kannst du nicht. Sicher nicht. Warum? Moment, es sind jetzt, müssten jetzt theoretisch noch zwei blaue drin sein, oder? Ja. Dann würde ich aber bitte nicht David das machen lassen, weil ich weiß. Ich will weder, lieber, dass David schießen kann, noch dass eben, David jemand anderen als, als Kanzler wählt. Ich fände es besser, wenn Konsti die drei Karten bekommt. Weil es kann eben sein, dass da noch eine blaue drin ist, wenn da nicht eine verschwunden ist zwischendurch. Dann müssen. Und, ja. Also. Ja, also ich würde sagen, wir lassen die Wahl nicht zustande kommen. Sagen wir jetzt Nein und nicht Präsident und Ben ist Kanzler. Wir sagen jetzt alle Nein, dann wird Konsti Präsident, wählt Ben als Kanzler und wenn dann eine blaue drin ist, lösen die das Spiel, ansonsten darf Konsti einen töten. Okay. Ja. Weil Konsti traue ich viel mehr als David, aber dass er gut schießt. David hat keinen Sinn. Wir sagen, ich scheiße egal, wen ich nehme, oder? Ja. Ist egal, wen ich nehme. Nein, doch. Stellst du trotzdem bei Ben hin, bitte. Ja, stellst du Nein, mich. Nicht bei Ben hin, denn wenn es jetzt, zustande gekommen wäre. Wenn es jetzt zustande. Hallo, wenn es jetzt zustande gekommen wäre, wenn es bei Ben gestanden hätte, dann hätten wir ein Problem nächste Runde. Ja, wir hätten sowieso Nein gewählt. Okay. Aber jetzt ist für mich klar, dass ich David erschießen werde. Ja. Aber ich glaube, warum? Ich bin eh nicht Hitler. Ja, ich glaube auch, du solltest eher Tegavir erschießen und nicht David. Ey, ja, aber wieso? Ich bin liberal, Mann. Relativ safe, dass. Na, mal schauen, vielleicht habe ich eine blaue. Ja, ja überleg mich, Alter. Nee, David muss noch legen. Ich hab schon so eine Ahnung, also Thomas ist Oh, falsche Karte, wurscht. What the
Nein! Jetzt will ich nicht. Ich bin nicht überzeugt von ihr. Erstmal falsche Frage. Bin den Druck nicht gewachsen. Musst du die nicht mitmischen? Nee. Okay. Ah. Nein. Wow. Okay, Gott sei Dank, ey. David war Fascho, oder? Ich war Hitler. Ich hab... Ja, ah, okay. Ach, Gott sei Dank. Was? Ich hab gern am Anfang versorgt. Ja, ich wusste es. Leute, das war eine Scheiße. Nämlich, Thomas, what the die erste fuck? Runde, ja, die erste nur. Runde, gell? Ich würde weder dich, ich würde weder dich noch mich framen. Ich fand's sogar, dass ich kommt. Weißt du, ich hab's doch gewusst, Alter. Also, ich hab doch gesagt, David war Hitler und wollte damit Ganesh auf seine Seite ziehen. Ja. Ich wollte nicht auf meine Seite ziehen. Ich hab einfach nur gesagt, was er war, Alter. Ohne Scherz. Ich hab damit auch nicht blind vertraut. Ist doch dann scheißegal, was man macht. Weil wenn ein, spätestens dann, wo Tommy tot war, war es sowieso scheißegal. Ja. Ja, das war die kackeste Runde von Kackhausen über am Kackplaneten, ja? Der eine Typ ist laufend AFK und der andere checkt's nicht. Ja, ist okay. Ja, ist ein zweites Game. Ich verzeihe es ihm, ja, aber trotzdem war es scheiße. Der einzige Lichtblick war, wie Ganesh schon gesagt hat, und Michael auch. Ja, Michael, du übrigens, ja, es war ganz klar, war David Hitler. Ja, also du hast mich als einer der Ersten gesagt, dass ich... Ich dachte, Ganesh war Hitler. Du hast gerade gesagt, es war ganz klar, dass David Hitler war, ja. Aber als einer der Ersten warst du, der gesagt hat, ja, nimm's auf jeden Fall jetzt David als Kanzler, weil der ist für mich am safesten, ja. Und dann kam Ganesha, ja, okay, und dann irgendwann hat sich Ganesha aber dann gedacht, hey, Moment mal, so einfach ist das ja gar nicht. Und hab da was verloren. Nein, aber David, sorry, es war David, okay. Wirklich verloren. Wirklich verloren, was erst, wie du Ganesha den Kanzler hingestellt hast. Weil ja, da genau. Hätte ich es dann safe verschossen. Aber davor hättest du es vielleicht noch geschafft, irgendwie. Ja, weil dann wäre die. Hey, pass auf, dann wäre die Wahl nicht zustande gekommen. Ja? Ja. Ja, aber so, ja, wenn dann drei rote gewesen wären, okay, verstehe. Wir hätten dann erschießen, dann ist Hitler noch da. Oder du hättest dann drüber reden können, dass wir Ganesha schießen, weil Ben hat auch gemeint, Ganesha wäre klüger, weil du ihn die ganze Zeit als Kanzler wolltest. Das wäre aber sowieso dumm gewesen. Wenn ich Hitler gewesen wäre, wären auf jeden Fall drei Jahre da gewesen bei der Kanzlerwahl eben. Die Ganesha. Ja, ich habe nicht dran gesagt, dass ja auch rein theoretisch gar keine blaue kommen. Ich bin safe davon ausgegangen, dass die Wahl jetzt nicht zustande kommt, dass dann Konstantin Ben legt eine blaue und ihr habt's gewonnen. Davon bin ich ausgegangen. So, ich war ja dann, wir hatten ja dann noch am Ende. Aber das war wahrscheinlich, das war sehr wahrscheinlich, aber sonst. Ja, na, daran habe ich nicht gedacht, das stimmt. Also es war noch. Hatte vorhin doch noch gesagt. Aber es war auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt das Beste, dass Thomas am Anfang so verkackt hat. Ja, sorry. Ja. Ihr müsst auf die Stelle liegen können. Ja. Auf jeden Fall, als David dann. Ja, ich habe am Ende habe ich dann auch gedacht, dass es du bist. Weil irgendwie, naja. Also, aber auch bei einer Wahl verschissen, weil irgendwo habe ich dann ja reingeschissen. Bei einer Wahl habe ich einmal verschissen, sorry. Und da hätte ich dann reden müssen, dann wirklich einmal. Aber das war einfach so gut gespielt von Ben. Ben hat einfach Fakt. Das war die schwierigste Runde für mich rauszufinden, was TGW ist. Ich hab so gehofft, dass es Ganesha und Michael sind. Ich hab so gehofft, weil dann wollte ich unbedingt Ganesha. Das wäre geil gewesen. Und dann sehe ich, fuck, der ist liberal, was mache ich jetzt? Ja, weil ich jetzt. Ich hab mir gedacht, ey, die spielen. Naja, gut. Naja, im Nachhinein wurden wir Rivalen, weil ich dachte halt echt, der wäre Hitler, weil du dauernd versucht hast, ihn zum Kanzler zu machen. Mach mal das nächste Game. Halt mal die Goschnolle und nächstes Mal. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ja, danke genau. Fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Ciao. Die Nerven liegen blank. Nein. Meine nicht. Also. Ja, nein, meine nicht. Also ich fand's super. Also, okay, ja. Ich hab's von Anfang an alles. Also zwischendurch habe ich mir gedacht, so eine Scheiße. Aber sie waren erst weg, wie ich meine blaue Karte in den letzten drei gesehen habe, war ich einfach aufgelöst und glücklich. Gut. Ja. Jedenfalls. Ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Runde von Secret Hitler. Tschüss. Aber so. Ciao. Yo, tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Ciao.